bei Let's Play Minecraft Trust and Betrayal. Heute sind 7 Leute dabei. Dalukat, VitaWolf, Grants, Capstone, meine Wenigkeit, Gorobai, WDMis und Anonymous, die immer noch im grünen Team ist. Ja, ich muss da jetzt erst noch hinfliegen. Hallo. Sag mal hallo. 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 Viel Tode. Hallo. Ich sortiere jetzt immer noch meine Kiste. Gerade seit 3 Folgen, aber dann ist sie fertig sortiert und dann baue ich. Das wäre richtig krass. In 10 Folgen will das. Dem ist, ich durfte mir hier was klauen, ne? Was willst du dir klauen? Hier diese, das Essen. Ja klar, greif zu. Oh, Essen, ach so. Ja, Gott sei Dank, ich habe ja heute wieder Schwein gebraten. Schwein? Hallo, ein Schwein. Ja, wie sieht's aus? Wollen wir irgendwas zusammen machen oder jeder für sich sein? Whatever. Jeder für sich! Keine Ahnung, ist es egal. Was schlägst du denn vor an zusammen machen? Nee, ich hab keine Ahnung. Minecraft ist, da frag nicht mich. Hat mal eine Wüste gefunden, nur so by the way. Eine richtige Wüste noch nicht. Eine richtige Wüste, ich hab ganz viel Sand gefunden. Aber nicht mit, also nicht mit Kakteen. Nee, also mir würde Sand keine eigentlich Kakteen. Jetzt schon so in der Situation reichen. Danke. Zombie-Kinder in Leder sind so echt nervig. Willst, ne? Nö, Möhren braucht ein Mensch. Okay. Oder sind die wichtig? Nö. Ja, für zu manche essen halt, Viecher, ne? Musst du doch mit so einer Möhre am Dings locken, oder? Ja. Ja, aber hier gibt's ja die Safari, dazu kannst du die Viecher direkt einfangen. Eher nichts. Achso. Naja, vorausgesetzt, du hast die reusable Safari-Netze, ne? Irgendeiner ist gerade in mein Haus hier gekommen. Ich hab übrigens, ich das ist man jetzt gar nicht. So. Ich guck gerade, was ich habe. Ich überleg grad noch, was ich, womit ich jetzt. Ich glaube, ich baue in meinem blauen Haus erstmal. Ja, Nico, komm doch mal zu mir, dann schaffe ich dich mal ein bisschen aus. Ich schon mal Team Blau spiele. Du willst mich ausstaffieren? Ja, gerne, ja. Kann dir schon mal. Sag mal, der Garten kann doch im Prinzip auch neben dem Haus sein. Der muss doch nicht mit der Tür verbunden sein, oder? Ja, er kann auch irgendwie. Aber Hauptsache, er ist irgendwie mit dem Haus also verbunden. Also irgendwo, dass es irgendwo aneckt. Du meinst aber schon, dass da kein Abstand zwischen ist, ne? Ja, drei Gärten quasi. Ja. Also im Prinzip ist es in der Safe Zone ja eigentlich. Ja, ja. Aber man sollte schon merken, zu wem es gehört. Achso, ja, das sollte. So, wo finde ich dich denn, Wilhelm? Irgendwer hat oben auch in der Safe Zone genau einen Garten gebaut, der viel, viel größer ist als das Haus. Oben auf dem Dach, oben auf dem Berg, das ganz weiße Haus, das komplett aus Marmor gebaut ist. Das ist meins, kannst du eigentlich nicht übersehen. Ach, du machst auch ganz aus Marmor? Wenn der Garten größer ist, ist dann nur keine Safe, gehört die dann nicht zum Dings, oder? Ja, klar, dann ist es nicht mehr sicher, der Garten. Der ja, Garten eben, darf nicht größer sein als das Haus, aber wir sind ja gerade noch. Ja, aber er darf ja größer sein, er ist dann halt nur nicht sicher, oder? Ja. Aber genau, in der Safe Zone ist es ja sowieso hinfällig. Ja. Ja, aber man sollte trotzdem wissen, zu wem was gehört, um es irgendwo zurückverfolgen zu können. Ja. Dann auch ein Haus habe ich abgerissen unten. Also das war einfach nur aus 10 Blöcken ein Steinhaus, so einmal um sich rum gebaut. Hat er nicht mal eine Tür oder so. Ja, ich habe gerade geguckt, ob du meinst, meins oder steht noch. Du meinst steht noch, aber meinst ist genau das, was du beschreibst. Allerdings hat da irgendeiner Wolle dran gehangen und das weitergebaut. Nein, das war ja, hast du schon meine coole Truhe gesehen? Ich wollte das abbauen und alles neu machen, aber ich habe ja keine Ideen. Ich kann nur viereckig bauen. Komm her, Truhe, komm. Und wollte halt alles aus Marmor und Obsidian irgendwann machen. Wie heißt die Truhe noch bei Don't Starve? Chester, ne? Ja, Chester. Guten Tag. Hast du Chester gefunden? Wo hast du die denn gefunden? Guten Tag. Die kann man bauen, ganz einfach. Echt? Willst du auch eine bauen? Mal mit. Boah, du schon, als du gebaut hast. Lecco mio, ey. Wie heißt Luggage? Ja, ne? Oh, wo ist denn meine Hexerei-Kacke? Oh, ich hab so viele Kisten. Pass mal auf, ich baue dich mal eine Spitzhacke. Pass mal auf. Ein hast Diamant, eine Chest und ganz viele Sticks außenrum. Mhm. So easy. Mhm. Easy. Was ist das nicht nervig, wenn du fliegst? Oder portet sich hier so ein Hund? Die portet sich hinterher. Spitzhacke, mit der kannst du alles abbauen, was es gibt. Und auch extrem schnell. Lass dir das nicht anreden von ihm, erlügt. Daher brennst gleich, du. Gleich kommt der Preis, ey, und dann bist du dran. Genau. So, dann mach ich jetzt noch ein paar mehr von. Er hat extra so eine. Musst du dein Kiste Leben lang abbezahlen, wieder, Herz und Diamanten drin hat. Ich geh mal in deinem Haus spazieren. Ja, mach das. Wo ist denn Blöcke Holz, ey? Wo ist denn hier? Das ist Blöcke Holz. Zack.
Kostet ja auch ein Ding. Aber Lager wäre auch klug. Oder mehr vom Bauen. Ja, ich müsste. Herr Vita, was das tun darf, ein Kopf. Ich werde hier auch kloppt da immer hin und her. Ist ein Diamanthelm. Hä? Achso, ja, ich habe Link auf dem Kopf, stimmt. Wir kriegen den wieder weg auf nichts. Wer hat sich denn hier dran gebaut? Ich kann mir einfach hier, zack, eine Wintermütze machen, so schön. Kupfermeer hier. Ja, gefällt mir aber hier deine kleine Hülle. Ja, danke, danke. Kleine Hülle. Sag mal, ein krasses Haus, was du hier gebaut hast. Grands. Was hast du hier? Ist da ein Wasserfall mit drin? Bitte? Ist hier ein Wasserfall mit drin oder was ist das? Ja, hier in dem Ding. Ach, nee, Grand hier hinten ist eine Leiter. Was du da siehst, das ist das geschmolzene Metall, was da momentan drin ist. Oh, meine Leiter ist zu kurz. Ich hab das ja höher gebaut. Geschmolzene Metall? Ach, du Scheiße. Guck hier. Klick mal hier mit rechts am Auto drauf, da wo diese Flammen rauszüngeln. Da siehst du, was da gerade drin ist an Metallen. Alter, ich war ja mit Vanilla überfordert. Jetzt kommt er mit geschmolzenem Metall. Hast du Obsidian gekriegt? So, hier ist so eine Körperteile-Kiste. Ist jemand von euch, der auf die Zeit achtet? Nein. Doch, okay. Irgendwie kann ich immer. 6 Minuten haben wir schon, 7. Das ist meine Kistenception-Kiste, wo immer wieder neue Kisten drin sind. Ach, oh, Gurubai hat meine Flagge auf dem Kopf. Ich habe eine Flagge auf dem Kopf. Ja. Deine? Wieso deine? Meine. weil ich halt Norweger bin. Ja, zum mütterlicherseits. Ich würde ja gerne die dänische Flagge haben, aber die durfte ich leider nicht finden. Würdest du nicht finden? Nee, bis jetzt noch nicht. Wenn jemand eine dänische Flagge findet für den Kopf, dann sag Bescheid. Eine dämliche Flagge für den Kopf? Du. Keine eine dämliche Flagge habe ich selbst. jetzt hat er Norwegen gesucht. Ja, das versuchen viele und keiner schafft's. Ah, Norwegen ist einfach geiles Land. Yep. So war immer in Schweden, das jetzt auch ein Diss? Nee, ich war immer in Schweden und da war ich einmal in Norwegen. Die Landschaft ist einfach noch viel geiler als in Schweden. Ofen. Aber ich Schweden auch sehr, sehr schön finde. Also generell eigentlich alles aber da oben. Aber es ist so ein bisschen, ne? Norwegen ist halt noch... So. Noch, offer. Ach, ja, hast du nicht gesagt, du hast hier oben im Mongo krasse Werkzeuge zu verkaufen, oder? Ja. Hier. Den krassesten Shit. Elrond MacBong. Das ist ja pink. Richtig. Ich hoffe, irgendeiner kommt mal in mein Haus rein und in der einen Kiste stehen wirklich Körperteile dran. So. Ich habe auch eine Hexenhand. Reinforced 4 oder was ist das? 2? Ihr könnt auch noch verzaubern, die Dinger, zum Beispiel mit Redstone dann anderen Gedöns. Woran an welchem Ding müssen wir die verzaubern? An so einem Tisch hier. An diesem Metalltisch, der bei mir da an der Werkstatt steht, da an dem kannst du das verbessern. Toolforge heißt der. Okay. Genau, Toolforge. Ja, dann bedanke ich mich für die Spitzhacke, ne? Gerne, damit kannst du auf jeden Fall jetzt auch alles abbauen. Ab in Nether, ne? Genau. Wer geht in den Nether? Ich geh da gleich hin. Ich will auch in den Nether gehen. Ich will da. Wieso sind ja keine. Wenn entsprechende Spitzhacke gibt's, dann kann ich für dich da Sachen abbauen. Nehme ich jetzt mit Maro. Ja, kommst du her, kriegst du eine. Ja, mach ich. Aber erst nehme ich mir noch ein paar Schmutzbälle mit und bewerf irgendwelche Häuser damit. Ich hab mir das Portal aber noch nicht angesehen. Toll. Okay, das habt ihr ziemlich awesome eingebaut. Dankeschön. Es war nicht symmetrisch, das musste man lösen. Ich weiß, ja, das habe ich wohl gehört, dass es nicht symmetrisch ja, war. Ja, und das ist meine Lösung. Aber geht das? Also, ja. Wenn man rauskommt, meine ich? Ja. Sonst hätte was brauche ich nochmal für einen Hammer, bei dem mittlerweile da drin bitte? War. Was brauche ich für einen Hammer? Um den zu gießen? Ja. Bronze besteht aus Kupfer und Zinn. Aha. Ja, meine Kisten sind so. Ja, viel. Und weißt du auch, wie man das herstellt? Wie er sich jedes Mal drüber freut. Ja, nein. Meine Kisten sind in Pulver. Boah, das ist so, wenn eine Kiste. Achso, ja, in der Smeltery kannst du es auch herstellen. Aber Bronze kann ich auch so herstellen. Du musst dir ein Lagersystem machen. Ja, aber um diese. Hab ich doch jetzt. Um diese Werkzeuge herzustellen, musst du sie in der Smeltery machen. Weil die Werkzeuge kannst du ja nur gießen. Den Hammer und so. Achso, kannst du alles nicht herstellen. So, ja. Was hat sich in 3 Stunden hier in der City getan? Was haben Kaden und Dark Hunter gemacht?
Das könnte wie das Haus hier sein. Das wäre so ein Steinblock. Ja, das wird meins sein. Das kannst du abreißen. Gib mal in den Nether. Da gehe ich gleich auch mal rein. Ja, okay. Flip. Bam, Teamkill. Hallo, wer hat hier meine Tür? Oh, hier wurde schon was abgerissen im Nether, ey. Um die Safe Zone rum. Muss ich die wieder reparieren, ey. Ich dachte, der Nether wäre nicht zum Bebauen. Kann man vielleicht aus seinem Leck, wer dem ist, nur bei Vita, nur bei mir oder bei allen? Bei mir leckt auch bei uns. Okay. Dann ist ja gut. Behaupte ich jetzt einfach mal, wenn er bei mir auch leckt. Ja, bei mir hat er auch geleckt. Dieser wieder. Immer wieder dieser Vita. Muss noch eine Schlingel. Muss noch eine Pilzfalle bauen. Ist das denn hier so safe, wenn jetzt ein Ghast kommt, oder muss ich mir noch vorher ein Feuerzeug mitnehmen? Das Portal kann kaputt gehen. Okay. Als Erze pulverisieren. So, jetzt soll ich theoretisch nicht mehr lenken. Okay. Oh, scheiße, also theoretisch leckst du auch nicht mehr. Quartz brauchen wir, viel Quartz. Mann, ey, ich hab wirklich gerade, soll ich die Kisten jetzt sortieren oder lieber? Anders. Ja, ich brauch das nicht mehr, sie ist fertig. Hast du alles sortiert jetzt? So? Alles, ja. Ich habe irgendwie 30 volle Kisten, aber sie sind alle mit System. Ah, ich kann wenn ihr im Nether seid, wäre es cool, wenn ihr mir ein bisschen Kobalt und Kobolde? Kobolde, genau, nein, Kobalt. Erz und so mitbringen könntet. Jo, mach ich. Was kriege ich dafür? Mehr Ausrüstung. Ja, ein Kobold. Wann kriege ich meinen Anzug? Den mache ich jetzt gleich. Ja, dann kriegst du auch Kobalt. Kann ich auch rein? Tja. Kobalt, also ich baue hier gerade wieder mit Steinen neue Hütte. Der Drache eigentlich noch da? Willst du noch Pflasterstein haben? Bei mir sind noch 30 Stacks. Ich bin ja. Ja, kannst du mir gerne gehen. Ja, ehrlich, ich habe Milliarden. Darf ich die nehmen? Ja, geh in mein Haus rein. Und wer jetzt fehlt was anderes außer Pflasterstein? Ich habe einen Screenshot von allen Blöcken. Nein, der Drache ist nicht mehr da. Ich brauche ja nur Pflastersteine. Ja, kannst ja. Boah, dann hilfst du mir sogar, das Müll zu sortieren, weil ich musste schon fast eine dritte Kiste machen. Ja, dieser Pflasterstein, ich habe so viel. Oh, weil steht an deinem Haus nochmal dein Name? Dann, du musst in das blaue Haus, ne, das ganz oben. Ganz oben auf dem Berg, das? Ja? Hallo? Ja, warte, ich guck so, grad noch. Du willst, ob du mich noch hörst. Da, wo die Kühe rumrennen? Nee, das, wo die Kühe sind, ist das Haus von Maro nebenan. Da steht einmal so ein grünes Haus, was so grüne Wolle wie so zwei Hörner hat. So ein Eingang ist das nur. Ja. Und daneben steht und noch da ein blaues Haus. Rum. Ja, da musst du rein. Dann gehst du in die Gemächer hinten. Und da ist eine Luke. Ach ja, du kommst nur als Fledermaus wieder aus meinem Haus raus, ne? Hast du eine Fledermaus, Grant? Ja. Gut, dann kannst du auch rein. Hier ist nur Stein. Vom Grünhaus, wenn ich da vor dem Grünhaus stehe, dann noch mal hoch, oder wie? Ja, direkt an dem Grünhauseingang, lauf mal drum rum, du bist ja das grüne Haus und der so Eingang. Rechts rum? Ja, das steht doch eigentlich nebenan. Kann meiner Grants helfen? Ja, ich flieg mal zu ihm. Hier nebenbei ist noch Marus Haus. Ich flieg auch mal gleich wieder raus. Ich glaube auch, das ist nicht so schwer. Ich habe das auch schon mal gefunden. Ich hab's übrigens gar nicht gecheckt, was er überhaupt will. Grants, du kennst doch den Berg mit diesen beiden Scheiben. Wo bist du gerade, Grants? Hier vor dem grünen Haus. Welchem grünen Haus? Da, wo der Zombie ist. Was ist das denn? Hier fliegt ein blauer Drache. Ja, das ist meiner. Das ist von Krabs. Nee, hier wo kriegst du einen blauen Drachen her? Musst du Drachen erfinden. Da beim Drachen, wo ich sehe auch lange Erziehung. Ja, dann komm mal zu dem Drachen. Ich gehe kaputt, ey. Ein Drachen. Und da ist ich nicht. Warte. Also hier hinter dir bin ich. Hier. Was ist hier vor dir. Ja, folg mir einfach. Ach ja, ich bin übrigens ein bisschen schneller mit dem Drachen. Übertreiber, ey. Ja, kann sein, dass ich gleich rauslegge. Mein Rechner macht gerade irgendwie Terror. Hier ist der Eingang von Blaue hier. Ach, hier. Okay. Danke.
Wer verfolgt mich hier? Nicht. Also bist du auch so schnell? Durch die Luke musst du rein, einfach reinfallen. Da passiert ja nichts auf Fledermaus. Fall durch. Der Drache ist auch echt geil. Kriegt die Fledermaus keinen Fallschaden? Richtig. Und dann hier diese Kiste. Da, Blöcke, die erste. Wie viel kann ich hier mir nehmen? Pflasterstein kannst du nehmen, wie du willst. Cobblestone, ne? Ja. Geil. Kann ich dir hier ein bisschen Sand reintun? Ja, klar. Sand nehme ich auch. Ja, aber ich weiß gerade nicht wer. Irgendwer hatte das schon gemacht. Danke. Arbeite noch dran. Ich weiß es nicht. Also, irgendwer hat halt beim Dorf danke, die Bücherregale mitgenommen und hat sich dann eingemacht. Dein Haus ist ja voll leer. Meine Story. Ja, das, ich habe alles nach unten getragen. Weil ich unten nach oben baue. Das oben wird wieder abgebaut. Ey, wer baut denn hier? Ich baue das komplett wo? Was? Ey, Vita baut hier unter raus, meinem Haus einfach. Ja, wie viel ist eben das? Raus tabben, aber irgendwie geht gar nichts mehr. Convita, wo ist das? Was ist denn das für eine Scheiße? Nein, Reaper, ich bin tot. Ich bin nicht tot. Ich bin im Wasser gelandet, in der kleinen Pfütze. Ich bin aus Versehen wie mit des Fluges vom Drachen abgestiegen, ey. Oh, Gott sei Dank, ey. So ein Lacker. Und in so einer ganz kleinen Pfütze gelandet. Ja, Gratulation dazu. Weißt du, dein Drache hat dich bestimmt einfach nur abgeworfen. Eine Fledermaus kriegt keinen Fallschaden. Richtig. Drache tut sowas nein, nicht. Nein, nee, tut sie nicht. Drache macht sowas nicht. Mein Drache ist cool. Tiere, die keinen Fallschaden kriegen, habe ich genug, aber die Frage ist immer, kommt man da auch im Flug drauf? Das? Nee, schaffst du nicht. Hast du in meiner ersten Folge doch gesehen. Irgendwie schaffst du es ja schon, wenn du hoch genug fliegst, glaube ich. Wahrscheinlich, wenn du eine entsprechende Fallhöhe hast. Ja, aber guck mal, ich bin ja, ich habe mich ja in der Luft in einen Huhn verwandeln wollen und bin ja gestorben wegen, weil es nicht einfach wahrscheinlich nicht genug Zeit hatte. Aber mein Todessound war ein Huhn. Also ich bin das ist richtig, ja. Vielleicht ist hat die Bewegung, der Fall, also die Fallbewegung ist abgebrochen die oder so. Fliehkraft. Ich hätte dann auch noch mal irgendwie versuchen müssen, das Huhn kann ja auch so ein bisschen springen oder so, weißt du, also so flattern. Nein, ich habe meine Axt vergessen. Und wieder rein. Und wieder zurück. Ja. Wo ist meine Axt? Wie hast du die? Ich baue jetzt das mal hier. Ich? Hin. Was soll ich mit deiner Axt? Ja. Bäume fällen. Wofür Bäume? Ich baue alles aus Stein. Ach, scheiße. Du kannst viel schönere Steine als Bäume, aus Bäume das machen. Ist so 2013 Bäume. Ich bin gerade ganz in Gedanken verloren, weil ich den Drachen abgestellt habe, in das grüne Haus von mir gegangen. Aber nichts rausgeholt, bis wir wieder raus. Ich höre doch wieder wen in meinen Häusern rumlungern. Ich nicht. Gott sei Dank. Hast du die Tür aufgelassen? Nein. Das Skelett hat sich hier eingenistet. Wer bietet mir so eine Unterstellung? Also bei mir stehen jetzt in der Werkstatt hinten schon mal zwei Kisten, eine für Werkzeuge und Waffen, da könnt ihr euch alle frei, da kann sich das Team Blau gerne dran bedienen. Team Blau, Blau, was? Irgendeine Werkbank, ich mach mir jetzt eine Holzaxt. Du machst ja, komm doch her, ich kann dir doch alles machen. Er bietet dir gerade was an und er baut sich eine Holzaxt. Ja, aber ich baue ja nichts Tolles damit ab, ich baue normales Holz damit ab. Ja, das ist doch eine Verschwendung, oder nicht? Du kannst den ganzen Baum mit einem Schlag abbauen. Boah, wie viele Rapiere er gemacht hat. Aber es leckt, ich kann leider nicht weiter aufnehmen. Wie viel haben wir, kann ich schon abbrechen? Wir 18 haben Minuten. Jetzt 20 Minuten 18, haben wir jetzt 19 etwa. Minuten. Eine Minute 18, 19? Ja, gut. Wo ist mein Superheldenanzug? Wo ist mein Superheldenanzug? Ich weiß nicht, was los ist, keine Ahnung. Mein Rechner hat hier irgendwie gerade eine mega Auslastung. Obwohl ich nichts mehr mache im Hintergrund. Was soll ich dir vorbeibringen? Was willst du haben? Also für den Anzug habe ich erstmal alles. Wie gesagt, wenn du, aber allgemein Zinn, Kupfer, Aluminium. Wie heißt der Anzug überhaupt? Picke. Exosuit. Superheldenanzug. Nex. Komm hier so ein Exo. Achso, Exo, ich dachte Nexus. Exosuit. Echt? Ach, okay. Hast du irgendwo schon so eine komische Axt? So, ja, warte, ich... Was kann man damit machen? Schneller laufen, höher springen. Zum Beispiel. Kannst du halt selber individuell anpassen, was du für Upgrades haben soll. Warte, ich baue dir schnell so eine Axt. Gib mir lieber ein Exosuit und gib ihm das exotische Blumenband. Gib ihm das seine. So, warte. Okay, ich habe den Rapi jetzt auf Maximalstufe, was Dingens aufgeht, okay. Gemacht. Kopf drin, links, okay. So, Nico. Und der hat jetzt 8 Angriffsschaden. Ja, meine Super-Axt ist leider im grünen Haus. Das und das.
Braucht noch jemand eine Katze hier im Wasser, schwimmt einer rum? Ja, ich brauche noch eine. Ein Ozelot. Spieler. Wo bist denn du? Das ist kein Spieler. Gorobai und Anne, ihr seid übrigens noch grün. Ihr müsst eure Farbe noch ändern. Hä? Wieso, nee. Wieso bin ich denn grün? Ich war vorhin schon blau. War noch nie grün. Ja, bei ihm im Spiel musst du auch die blaue Farbe annehmen. Ja, aber... Vielleicht bist du vorhin grün, als du aus dem Nether-Portal raus bist. Das könnte sein. Ja, ich aber nicht. Ich war vorhin schon blau. Ich habe doch extra gesagt, ich gehe jetzt dahin machen. War auch blau. Noch da wieder? Boah, noch da. Man kann richtig geilen Scheiß aus diesem Netherstein machen. Mit dem Schissel. Ich habe jetzt mal einen neuen Block aufgestellt. Guck mal her, du, wieder. Pass auf. Wer dem ist, zieh mal den Block rein. Achtung. Das ist aus Netherstein. Das ist voll geil. Welcher Block? Ich sehe nichts. Der hier, an der Kiste, an deinen Waffenkisten. Tada! Achso. Blauer, okay, vielleicht ist der mit der Texturenpack schön. So, warte. Ja, mit dem Texturepack hat das doch gar keine Textur. Also keine, das ist doch die Standardtextur. Achso. Warte. Dann fange ich jetzt den hier. Oh, Nightshade hat sich hier auch. Sieht aus wie ein Grafikbug. Da liegt deine Axt. Ah, cool, danke. Wenn damit den untersten Block weghaust, kracht der ganze Baum zusammen. Das ist schön. Inklusive Saplings und allem Shit. Richtig. Ja, aber das kann ich hier keinem angucken, antun, bei mir zu gucken. Deswegen bin ich jetzt hier schon mal raus und bereite alles vor, dass wir dann, ihr wollt noch eine machen, ne? Ja, bestimmt. Ich bestimmt. Ja. Ach, weißt du was, dann lenke ich mich jetzt hier damit. Kommt, müsst ihr klarkommen, Leute. Ich leck mich jetzt mal nach unten. So, soll ich hier warten oder soll ich nochmal abhauen? Ja, du kannst doch abhauen. Ich musste jede Menge von diesen Platten gießen. Das dauert ein bisschen. Okay. Bei dem ist der Schmied. Schaut auf jeden Fall mal rein. Da kann man zumindest die ganze Zeit sehen, wie hier das Zeug durchläuft. Mehr kriegt man hier da muss schwer sein. Ja, aber der Schmied ist wichtig fürs Team. Ja richtig. Am Ende nimmt euch gerade noch wer auf? Was? Wir müssen alle aufnehmen. Ja, nicht ihr. Jemand anderes, weil nein. PvP und so. Nein. Habt ihr übrigens schon einen Nitro Creeper mal geschafft zu killen? Ja. Also habt ihr Nitro Creeper, das sind die, die sofort explodieren, die sich denken, boah, ich hab keine Chance. Ich spreng mich direkt die in Roten Lippen. Sind das. Mit dem Rapier hast du das Ding noch nicht mal gesehen. Nee, auch mit dem Rapier schaffst du das schon. Du musst ich wirklich schwören, einschlagen und Haus weggehen. Kiste von ja, Tür will ich auch. Ich hab dich gesucht. Ich hab inzwischen fragen, ob du was Phantom zu essen bekommen. Hast für mich. Ja, war Hunger hier drin hab ich. Genug. Da sind gerade Kartoffeln im Ofen. Ah, okay. Gorobai muss kochen für Anne. Ja, das ist echt. Jedes Mal dasselbe. So, der Helm, beziehungsweise die Brille ist schon mal fertig. Danke. Ach, Geld liegt auf dem Tresen. Was brauchst du jetzt wirklich am meisten gerade noch? Was soll ich jetzt gezielt mal abbauen gehen? Redstone könnte ich gebrauchen, wenn du den Speed haben willst. Redstone habe ich glaube ich noch in den Kisten, das ist nicht und, so schlimm. Und ein bisschen Holz könnte ich gebrauchen, ich habe kein Holz mehr, ich muss nämlich hier gerade noch was bauen. Und irgendwas aus dem Nether gerade, weil sonst gehe ich wieder aus dem Nether raus, weil ich da mir gerade im Nether kram. Also Kobalt und Ardit und Quarz ist natürlich etwas, was wir immer brauchen können. Fahre mich mal gerade im Nether ab, weil ich brauche im Nether die Bäume. Ich fälle diese Geisterbäume nämlich noch. Okay. So, jetzt. Die kannst du sonst auch in der Overworld anpflanzen. Ja, klar, aber ich muss ja hier trotzdem, ich kann sie ja hier einfach alle mal weghauen. Aber dann sind da keine mehr. Das ist ja vielleicht der Plan. Das ist mein ganz eigenes Holz. Steht der Name auch drauf, ne? Diese Türme verstehe ich noch nicht, was die, wozu die da sind. Loot-Türme. Loot-Türme brauchst du für die Dings-Mod, für die Necro-Mod. Nekromanten-Mod. Diese riesigen Türme aus dem Netherstein mit dem Metall und so. Ja, das sind Bluttürme, da ist Blut drin. Ah, das hier soll also Blut sein, okay. Ach, Freunde. Blut müsstest du noch kennen. Da bist du. Ja, weil ich ja dann das in meine Schmiede geschmissen hat. Ja, genau. Ach, dafür sind die also da. Sonst haben die keine Bewandtnis, ne? Also die kann, da ist kein Portal. Gibt es hier irgendwelche Portale in andere Welten? Weiß das jemand? Weil, ein Phantom greift mich an. Oder gibt's hier irgendwie was? Ich weiß nicht, ob die Mod ist, es nicht, mit nee. Der du selber Portale machen kannst. Also, von wegen so Bücher, andere Welten machen oder so. Ich will immer noch Mythcraft, oder was war das? Ich will immer noch in nach Dingens kommen, zu den Dinosauriern.
Aber ich weiß immer noch nicht, wie man die Liege und den Kai Perinia baut, weil ich nicht weiß, wie die heißen. Oder eines der wichtigsten Materialien, Kohle. Ja, das ist echt so. Kohle ist viel wichtiger als alles andere am Anfang. Kohle hämmerst du so schnell aus der Wand. Ja, mit dem Hammer auf jeden Fall. Ja, genau, aber die musst du erstmal finden. Diese habe ich keine von den. Weil so oft kommt die nämlich gar nicht vor. Ah, dammit. Was passiert? Ja, falsch rumgenäht? Nein, ich brauche noch. Brauche noch Grout, ich brauche noch ein paar Sealed Bricks, weil ich noch einen weiteren Werktisch bauen muss, den ich brauche. Damit wir das Exoskelett später verzaubern können, also verbessern können. Guck mal bei mir im Haus nach Materialien. Hier, warte mal, ich hab Sand, hab ich noch. Hier, ich weiß, wer hier ganz viel Lehm hat, der Grants. Lehm hab ich auch, glaube ich, noch. Ich such grad. Ja, ich hab auch Lehm. Lehm hab ich noch. Lehm ist auch nicht so selten, oder? Nö, eigentlich nicht. Hab ich noch Gravel, ist die Frage. Ich habe eine erstaunliche Technicolor-Brille. Ja, die habe ich auch schon gefunden. Was hast du die denn gemacht? Helm ich auch. Bitte, was ist los, John? Helm? Ja, das ist ein Helm. Damit genau. Die Kiste auch die Blöcke auf die Dörfer aus? Einfach nur eine bunte Brille, ich habe keine Ahnung, was die macht. Setz die mal auf, dann hast du so eine X-Ray-Vision. Nee, hast du nicht. Also hast du auch nicht diese komischen Streifen? Nee, ist gar nichts. Also die Brille, die Anime gegeben hat, die hatte so einen Party-Effekt. Nee. Der Party-Effekt für die. Wo soll ich dir das Holz reinschmeißen? Was hast du mit Holz gebracht, oder was? Ja, ja. Leg's in irgendeine Kiste, wo Platz ist. Die sind eh alle noch nicht sortiert. Achso, ich wollte ja gucken, Gravel brauche ich. Gravel. Willst du das Willowwood oder das Spruce? Ist scheißegal. So, ich glaube, wir müssen den Part auch langsam kommen, beenden. Ne? Oh ja, ja. Stimmt. Ja. Ah, vorbei. 27 Minuten. Wer dann alles klar. Ja, ich hab zugehört, dann bin ich auch wieder dran zum Abmoderieren, ich weiß es gar nicht. Genau. Alles klar, ja, dann vielen Dank fürs Zusehen, schaltet in der nächsten Folge auf jeden Fall ein und danke, dass ihr dabei wart. Tschüss. Tschüss. Tschüss.